Ja, sehr geehrte Damen und Herren, mit Blick auf die Uhr möchte ich gern starten. Es werden noch vereinzelt Bürgerinnen und Bürger nachkommen. Mein Name ist Ines Schilling. Ich begleite Sie heute durch diese Veranstaltung. Herzlich willkommen zur Bürgerwerkstatt. Vorab ein paar organisatorische Hinweise. Zu den Getränken hatte ich Ihnen schon etwas gesagt. Sie können sich also aus dem Kühlschrank bedienen. Sie können gern auch an die Bar sich Getränke holen. Dann wird diese Veranstaltung heute aufgezeichnet und es werden Fotos gemacht. Wenn Sie nicht auf den Fotos und auch bei der Aufzeichnung dabei oder aufgezeichnet werden möchten, nicht darauf abgebildet werden möchten, Sie sehen, da hinten stehen Stühle, da ist ein Schild. Bis dahin werden Sie erfasst, also aufgenommen. Wenn Sie das nicht möchten, bitte ich Sie, hinter die Stühle zu gehen. Dort haben Sie die Garantie, dass dies nicht passieren wird. Sie haben also jetzt noch die Möglichkeit, möglicherweise auch den Ort oder den Platz zu wechseln. Ja, ich werde Ihnen nachher noch etwas zum Ablauf erzählen. Doch zunächst bitte ich unseren Bezirksbürgermeister aus Treptow-Köpenick, Oliver Igel, um seine Grußworte. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Schilling, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen hier in der Alten Schlosserei, am Stadion an der Alten Försterei zu dieser Bürgerwerkstatt zur Zukunft des ehemaligen Güterbahnhofs. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Das heißt, wir haben offensichtlich den Nerv getroffen, dass also ein Thema doch intensiv und von vielen interessiert aufgenommen wird und dass man mitreden will. Und genau das soll ja in dieser Bürgerwerkstatt passieren. Sie werden zwar, deswegen werde ich meine Einleitung sehr kurz halten, am Anfang eine ganze Reihe von Vorträgen hören, aber Sie haben nachher die Möglichkeit, sich eben auch in diesen Prozess einzubringen. Und wir haben gemeinsam mit dem Berliner Senat an dieser Stelle eben auch von Anfang an diesen Weg gesucht, dass wir also nicht nur im Hintergrund daran gearbeitet haben, dass hier ein neues Gebiet geplant wird, sondern dass die einzelnen Schritte dafür auch frühzeitig mit der Bevölkerung kommuniziert werden. Das ist ein neuer Weg und ich sage ganz ehrlich, das hätten wir als Bezirksverwaltung auch nicht hinbekommen. Das ist für uns, sage ich mal, wirklich auch eine Nummer zu groß. Deswegen bin ich der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen ausdrücklich dankbar dafür, dass sie diesen Prozess der Planung und eben auch der Bürgerbeteiligung übernommen hat. Unser Bezirk insgesamt hat an dieser Stelle eine große Entwicklungschance. Ich weiß, dass diese Entwicklung sicherlich nicht von jedem mit Jubel aufgenommen wird, weil Veränderung bedeutet eben Veränderung. Und Veränderung muss nicht für jeden bedeuten, dass etwas sich zum Positiven ändert. Der eine oder andere hat auch Sorge vor einer bestimmten Entwicklung, egal wo und egal auch in welche Richtung. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir darüber reden. Deswegen muss es auch niemandem quasi peinlich sein, wenn man einen gewissen Planungsstand eben auch nicht gut findet. Aber man muss es sagen, man muss es sagen können. Und dafür ist auch der Raum hier heute gegeben, dass Sie sich in diesen Prozess einbringen. Und, meine Damen und Herren, morgen rollen da keine Bagger. Wir sind in einem sehr, 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 sehr frühen Stadium. Das heißt, die Diskussionsmöglichkeiten sind gegeben, auch die Veränderungsmöglichkeiten sind gegeben, sonst bräuchten wir einen solchen Prozess hier auch tatsächlich nicht durchführen. Also, meine Damen und Herren, bringen Sie sich auch ein, bringen Sie sich kritisch ein, aber es würde mich natürlich auch freuen, wenn der ein oder andere auch etwas Positives sagen würde. Auch das ist erlaubt, auch das ist möglich auf diesem Gelände. Das Gelände hat ja eine ganz eigene, eine lange Geschichte, auch mit viel Negativen. Sie erinnern sich, es gab dort den einen oder anderen Brand und der ein oder andere hat sich auch gewünscht, dass nun da endlich an dieser Stelle auch was passiert. Das ist jetzt möglich, also hoffe ich auch darauf, dass es einen gibt, der sich auch noch daran erinnert, dass sich einst auch Menschen wünschten, dass sich an dieser Stelle auch etwas bewegt. Diese Chance haben wir und ich bin auf den heutigen Abend gespannt, was wir an bisherigen ja, Planungsständen heute vorgestellt bekommen haben und ermuntere Sie dann eben, sich in den Prozess
Prozess der Diskussion einzubringen. In dem Sinne wünsche ich einen interessanten Nachmittag und Abend. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Igel. Zum Teil haben Sie einen Ablauf für heute vielleicht auf Ihren Plätzen gefunden. Für all die, die jetzt gerade keinen in der Hand haben, was erwartet Sie heute? Zunächst wird Herr Dr. Lang Ihnen etwas zu Anlass und zu den stadtentwicklungsstrategischen Zielen etwas sagen. Frau Böttcher wird anschließen und Ihnen etwas zu Ablauf und Beteiligungsschritten der vorbereitenden Untersuchungen erzählen. Danach wird es drei Referate geben, die sich insbesondere mit dem Stand der vorbereitenden Untersuchungen beschäftigen werden. Und dann kommen wir in eine Pause und in der Pause sind Sie gefragt. Da sehen Sie an Stehtischen, nämlich da an der Tafel und ganz hinten, wenn Sie da hinten in die Ecke schauen, und da liegen auf den Tischen so grüne Fähnchen. Was sollte bei der weiteren Planung unbedingt berücksichtigt werden? Und hinten drauf schreiben Sie Ihre Anregung und pinnen das auf das Gebiet, was es betrifft. Da sind Sie nachher in der Pause gefragt und das zweimal. Dazwischen, zwischen diesen Pausen, gibt es 5 Arbeitsgruppen, die ich Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal genauer vorstellen werde, damit Sie sich auch für die für Sie passende und richtige Arbeitsgruppe entscheiden können. Ja, am Ende werden wir die Ergebnisse zusammenfassen. Sie werden erfahren, was in den Arbeitsgruppen besprochen würde und wir erhalten einen Ausblick von Herrn Hölmer vom Bezirksstadtrat. Und wie geht es dann weiter? Damit gehen Sie und von Herrn Lang selbstverständlich. Und damit gehen Sie dann nach Hause für diesen Tag. Es ist ein langes Programm, es wird harte Arbeit, es wird nicht einfach. Bevor Herr Dr. Lang anfängt, wer ist Herr Dr. Lang? Herr Dr. Lang leitet seit 2014 die Wohnungspolitik und den Wohnungsneubau, nämlich die Abteilung in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. Das ist, für die, die es noch nicht gehört haben oder die sich da auskennen in den Referaten, das ist die Abteilung 4, Wohnungswesen, Wohnungsneubau, Stadterneuerung und soziale Stadt, also ein großes Gebiet. Davor war er 6 Jahre lang Referatsleiter im Bundesbau- und Umweltministerium und dort zuständig für die Städtebauförderung. Herr Dr. Lang, Ihnen gehört das Wort zu Anlass- und Stadtentwicklungsstrategischen Zielen. Ja, Frau Schilling, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und Vorstellung. Und ich danke auch dem Bürgermeister für die freundliche Einführung in die Frage, warum wir uns heute überhaupt hier treffen. Und ich freue mich auch, dass ich in dieser Hinsicht hier einfach hier anknüpfen kann an das, was Herr Igel schon gesagt hat zur Frage, hier ist etwas möglich und hier ist vielleicht in mancher Hinsicht auch etwas nötig. Und ich habe Herrn Igel so verstanden, dass es Menschen gibt, die sagen, es wäre ganz gut, wenn hier mal ein bisschen was passiert. Ich möchte jetzt aus meiner Sicht mal ein paar Worte dazu sagen, warum wir von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen uns um das Gebiet, um den Güterbahnhof Köpenick Gedanken gemacht haben, warum wir angefangen haben, da sehr vertieft daran zu arbeiten und warum wir heute mit Ihnen sehr intensiv mal gemeinsam besprechen wollen, was wir dort für Überlegungen haben. Sie sehen hier eine Karte von Berlin, wo die schwarzen Punkte Wohnungsbaustandorte zeigen und die roten Kreise sind die sogenannten neuen Stadtquartiere, 11 Stadtquartiere, die die aktuelle rot-rot-grüne Koalition in ihrer Koalitionsvereinbarung beschlossen hat. Und Sie sehen eben auch in Köpenick einen großen roten Kreis um den Güterbahnhof Köpenick herum, wo ein neues Stadtquartier entwickelbar ist. Warum? Seit einigen Jahren ist uns allen bewusst, dass Berlin wächst, wieder wächst, was insgesamt eine schöne Sache ist, weil das mit sehr vielen angenehmen Dingen verbunden ist, aber auch mit einigen Anpassungsschmerzen, mit Wachstumsschmerzen. Das heißt vor allem, wir müssen unsere Lebensbedingungen anpassen darauf, dass wir mehr werden, was gut ist. Es ist immer schwieriger, sich anzupassen, auf weniger zu werden. Viele von Ihnen haben das auch schon miterleben müssen. Aber es bedeutet eben auch, dass es in mancher Hinsicht ein bisschen enger wird, und zwar vor allem auf dem Wohnungsmarkt. Hier ein paar Zahlen, die Sie von diesen Dimensionen auch schon öfter gesehen haben. Wir rechnen im Moment damit, dass wir bis 2030 noch etwa 180.000 Menschen mehr werden. Um auch das noch aufzuholen, was in den letzten Jahren schon entstanden ist, brauchen wir ca. fast 200.000 zusätzliche Wohnungen. Das bedeutet, in den nächsten paar Jahren, wo das Wachstum am stärksten werden wird, dass wir weiterhin so rund 20.000 neue Wohnungen pro Jahr brauchen.
Die Koalition hat sich ja vorgenommen, den Wohnungsbau in der ganzen Stadt voranzubringen, insbesondere in diesen 11 neuen Stadtquartieren. Diese 11 Quartiere umfassen insgesamt so ca. 37.000 Wohnungen, die dort gebaut werden können. Um den Güterbahnhof Köpenick herum so ca. 1.700 Wohnungen. Und hier steht schon eine mutige Zahl, nämlich eine Jahreszahl, bis wann das geschehen kann. Herr Igel hat gesagt, hier werden morgen keine Bagger rollen, auch nicht übermorgen. Bis 2028 hoffen wir, dass wir damit fertig sind. Ich hoffe, dass wir damit auch früh anfangen können. Aber wir sind ganz früh dran. Wir möchten mit Ihnen sehr früh diskutieren, was man hier überhaupt machen kann in den nächsten 10 Jahren. Warum Güterbahnhof Köpenick? Sie kennen den alle sehr gut, deswegen macht es nichts, dass das Bild hier etwas klein ist. Aber ganz wichtig ist eben der Bahnhof selbst. Wir haben eine wunderbare stadtstrukturelle Lage, um Wohnungen zu bauen. Ein S-Bahnhof, ein künftiger Regionalbahnhof, eine sehr gute Einbindung in die schon bestehende Stadt, in den Verkehr, in die Bahnhofstraße, in die dortigen ganzen Geschäfte, in die Einkaufsmöglichkeiten und so weiter. Aber es gibt eben auch sehr große brachgefallene Flächen nördlich und südlich der Gleise, die eine riesige Barriere sind zwischen den beiden Teilen Köpenicks. Es ist hier möglich, ein gemischtes Stadtquartier zu entwickeln. Nicht nur wohnen, nicht nur arbeiten, nicht nur einkaufen, sondern Stadt, wie wir sie uns vorstellen, wo man leben, schlafen, feiern, einkaufen, sich ausruhen, Spaß haben kann und so weiter. Und wir können uns vorstellen, dass es für die Nachbarschaft auch einen Mehrwert bietet, wenn dort ein neues Stadtquartier entsteht. Was damit genau gemeint ist, kommt von den Fachleuten nachher noch, da möchte ich mal nicht weiter vorgreifen. Geht aber so ein bisschen in Richtung Verkehr, ein bisschen in Richtung Bildungsinfrastruktur und Vergleichbares. Hier sehen Sie ein Bild, was an vielen anderen Stellwänden auch schon hängt, womit wir uns heute intensiv beschäftigen wollen. Das ist dieses sogenannte Strukturkonzept, also in welche Richtung eine solche Entwicklung gehen kann. Ich mache hier mal erstmal nur die Stichworte, das wird Ihnen nachher noch genauer erklärt. Was die Herausforderungen sind, einmal die sogenannte Nutzungsmischung, also was ich gerade sagte, wie wir uns eine Stadt vorstellen, nicht nur wohnen, nicht nur arbeiten, sondern alles zusammen. Verkehr und Mobilität ist immer ein Hauptproblem bei Wohnungsbau, bei Stadtentwicklung, wie wir den Verkehr organisieren, weil der nimmt ja auch zu, wenn wir mehr werden. Wie sind öffentliche Räume so, dass wir uns dort gerne aufenthalten, dass es unsere Stadt ist, dass wir dort uns mit unseren Freunden treffen, dass wir dort spazieren gehen und so weiter. Soziale Infrastruktur, das sind auch aber nicht nur die Schulen, die Kindergärten. Wie können wir unsere Versorgung für diese öffentlichen Bedürfnisse auch hier sicherstellen? Wie gehen wir mit Umwelt und Natur um? Eine Riesenchance angesichts dessen, was wir hier gleich nebenan haben, Richtung Hirschgarten. Aber wie können wir das auch bewahren, Umwelt und Natur? Und, steht hier ganz unten, aber ist eigentlich das Wichtigste, Beteiligung. Wir schreiben das Jahr 2017, wir leben in einer modernen Demokratie. Es ist nicht so, dass sich hier die Verwaltung irgendetwas ausdenkt und dann sagt, wir haben uns was Kluges ausgedacht, wird jetzt so gemacht. Politik entscheidet das, sondern in einer modernen Demokratie möchten wir das gemeinsam machen. Verwaltung hat mit vielen Fachleuten jetzt ein bisschen vorgearbeitet. Es gab auch schon die ein oder anderen Gespräche im kleineren Kreise. Heute wollten wir Sie alle einladen, um mal zu präsentieren, wie ist der Stand der Überlegungen. Und von Ihnen hören, was halten Sie davon, in welche Richtung soll das alles gehen? Hier stehen ein paar Stichworte, wie wir uns die Entwicklung eines neuen Stadtquartiers vorstellen, wie die Qualität davon sein soll. Ich möchte das nur mal kurz anreißen, das ist, glaube ich, auch eher ein Thema für die Arbeitsgruppen, in denen wir das später vertiefen können. Ein Stichwort ist, das ist jetzt ein bisschen Planersprech, ich sage es mal in meinen Laienworten, wir möchten die Stadt weiterbauen, die schon da ist. Wir bauen nicht auf der grünen Wiese irgendetwas komplett Neues, sondern es geht darum, einen Stadtteil weiterzubauen, um einen neuen Stadtteil möglich zu machen, das ineinander einzufließen, also nicht diese Trennungswirkung von heute zu haben, es ist jeweils ein Zaun links und rechts vom Bahngelände, man kommt nicht mehr durch, sondern hier die Stadt so weiterzubauen, dass sie besser wird. Zweitens, stadtverträgliche Mobilität fördern, mit dem motorisierten Verkehr klarzukommen. Dazu muss ich, glaube ich, nicht allzu viel sagen. Im Moment öffentliche Räume, habe ich auch schon gesagt, miteinander vernetzen, sehr wichtig. Man möchte sich in der Stadt bewegen können, nicht ständig vor einem Zaun oder vor einer Barriere stehen. Soziale Netze stärken, es geht immer um das Leben von Menschen. Wir bauen die Stadt für uns und nicht umgekehrt. Nicht wir sind für die Stadt da, die Stadt ist für uns da. Das heißt, die Stadt muss es uns ermöglichen, unser soziales Leben so gut es möglich ist zu führen.
Klimagerechte Stadtentwicklung ist heutzutage, glaube ich, auch ein Standard. Wie können wir das möglichst gut optimieren? Das ist nicht nur Verkehr, das ist nicht nur energetische Gebäudezustand, sondern insgesamt die Stadt so zu bauen, dass sie ihre natürlichen Ressourcen schont und nicht ausbeutet. Und wie gesagt, zuletzt hier nochmal der wichtigste Punkt, gemeinsam. Wir möchten die Stadt gemeinsam mit Ihnen weiterentwickeln, weil Stadt nur gemeinsam funktioniert. Anders geht das heute sowieso nicht mehr, aber eigentlich früher konnte man es auch nicht besser machen. Was passiert heute? Frau Schilling hat uns schon einen groben Überblick gegeben. Heute wollen wir Ihnen, wie gesagt, mal umfassend zeigen, wie ist der Stand der Arbeiten. Es geht vor allem darum, Sie zu fragen, was halten Sie davon, was wollen Sie, was wollen Sie nicht. Aber Herr Igel hat schon gesagt, wir freuen uns auch, wenn jemand sagt, ich möchte etwas. Und nicht nur, wenn jemand sagt, ich möchte etwas nicht. Aber es ist beides legitim, beides erwünscht, deswegen sind wir heute da. Und deswegen habe ich jetzt schon die letzte schöne Aufgabe, nämlich überzuleiten zu meiner Kollegin Frau Böttcher, die Ihnen jetzt erklärt, wie dieser Prozess weiter funktioniert. Vielen Dank. Ja, recht herzlichen Dank, Herr Dr. Lang. Und auch zu Frau Böttcher ein paar Worte. Frau Böttcher leitet, Sie können gern schon davon, seit 4 Jahren die Gruppe Projektmanagement im Südostraum. Einschließlich der Projektleitung für das Entwicklungsgebiet Adlershof. Auch das wird Ihnen sicher bekannt sein. Sie ist Mitarbeiterin in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen und dort im Referat Wohnungsneubau, Projektmanagement und Bauleitplanung. Ja, jetzt werden wir etwas hören zu Ablauf und Beteiligungsschritten und sind gespannt. Bitte, ja, vielen Dank, Frau Schilling. Ich beginne schon mal mit meinem Eröffnungsbild. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Igel, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Bürgerwerkstatt. Wir freuen uns sehr, dass Sie wirklich, funktioniert es noch nicht? Ah, danke, ich bin etwas kleiner. Danke. Ja, dass Sie heute gekommen sind und auch so zahlreich. Das freut uns sehr, dass wir heute in einen intensiven Austausch mit Ihnen kommen. Wir verstehen ja auch die Veranstaltung tatsächlich als Auftaktgespräch für eine Dialogphase, die sich jetzt in den kommenden Jahren dann anschließen wird. Bevor ich auf die einzelnen Beteiligungsformen und Stufen eingehe, würde ich Ihnen ganz gerne vorab quasi als Einbettung in dieses Thema den aktuellen Stand der vorbereitenden Untersuchung hinsichtlich der einzelnen Verfahren darlegen. Das erfolgt jetzt. Und zwar, wie viele von Ihnen ja schon wissen, haben wir, also nicht wir, sondern die Senatsverwaltung gemeinsam als Senatsbeschluss im Frühjahr 2016 die vorbereitenden Untersuchungen eingeleitet. Diese sind immer dann erforderlich, wenn ich ein großes Gebiet entwickeln, erschließen möchte. Damit überprüft man, ob das Instrument der sogenannten städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme überhaupt möglich ist. Um dem nahe zu gehen, muss man den Ort, den man betrachtet, ganz, ganz intensiv überprüfen. Man muss diverse Gutachten jetzt in diesem Falle tatsächlich beauftragen, eigentlich zu allen Themen, die anstehen. Sie selbst kennen das Gebiet sehr gut. Es geht um die Altlastensituation, die man dort vorfindet. Was sagt das Thema Lärm? Wir haben die Bahn. Was hat das für Auswirkungen auf die Umgebung? Wie ist die verkehrliche Situation? Gegebenenfalls auch die verkehrliche Belastung. Welche ökologischen Situationen finden wir vor? Welche soziale Infrastruktur ist schon vorhanden, wird gebraucht, auch ohne die neue Entwicklung? Das ist ein großer Blumenstrauß, der hier zu pflücken war und immer noch ist. Wir sind noch mittendrin. Wir haben jetzt schon viele, viele Ergebnisse vorliegen, wird sich aber noch in den nächsten Wochen konkretisieren. Zu diesen Untersuchungen haben wir dann auch auf der Verwaltungsebene den Kontakt von Anfang an zum Bezirksamt gesucht und auch zu den anderen Fachverwaltungen, der Senatsverwaltung, um hier Schritt für Schritt zu entwickeln und zu überlegen, was kann an dieser Stelle entstehen, was sind die Voraussetzungen überhaupt gegeben. Ja, wir haben auch schon angefangen mit ersten Eigentümergesprächen seit letztem Jahr, noch nicht mit allen, das wird noch erfolgen, auch mit den Bürgerinitiativen, die vor Ort vorhanden sind. Genau, und aus all diesen Erkenntnissen haben wir dann den ersten Entwurf des groben Strukturkonzeptes entwickelt, den wir Ihnen dann auch schon im April diesen Jahres vorgestellt haben im Rahmen der Ortsteilkonferenz Köpenick-Nord. Da sind wir dann auch schon in erste Diskussion gekommen und haben diese Erkenntnisse dann auch weiter verarbeitet und in den letzten Wochen und Monaten an dieser Verfeinerung des Strukturkonzeptes gearbeitet. Und jetzt haben wir den Stand erreicht, wo wir glauben, jetzt müssen wir es einfach auch noch mit einer breiteren Öffentlichkeit diskutieren und besprechen.
Ja, dann gab es in diesem Jahr auch noch zwei weitere wichtige Beschlüsse, die dazu führen, dass ja die Ziele der künftigen Entwicklungsmaßnahmen, muss man ja sagen, wir wissen das ja noch nicht, ob das dann auch tatsächlich alles so eintritt, wie wir uns das jetzt vorgestellt haben, waren erforderlich. Das eine ist eine sogenannte Vorkaufsrechtsverordnung, die das Areal der jetzigen Voruntersuchung betrifft. Und wir haben jetzt ganz frisch im September diesen Jahres die Planungshoheit von dem Bezirk auf den Senat übertragen, das aber auch alles in Abstimmung, sehr enger in Abstimmung mit dem Bezirk, also auch der Rat der Bürgermeister war damit einverstanden, dass dies so erfolgt ist. Ja, wie geht es weiter? Ganz brandaktuell, also heute unsere Bürgerwerkstatt. Wir werden diese Erkenntnisse, die wir heute mit Ihnen gemeinsam gewinnen, ja natürlich aufnehmen und verarbeiten. Die, wie ich schon sagte, liegen uns jetzt sukzessive die Erkenntnisse aus den Gutachten vor. Und wir werden noch die weiteren, noch fehlenden Gespräche mit den Eigentümern und Gewerbetreibenden suchen, um dann daraus wieder die Planung zu konkretisieren. Und letztlich ist dann unser Plan, dass wir Anfang nächsten Jahres die Festsetzung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen durch den Senat beschließen lassen und das Abgeordnetenhaus dem dann so zustimmt. Ja, dann, Herr Igel und Herr Dr. Lang hatten es schon gesagt, die Bagger fangen dann noch nicht sofort an. Wir wollen dann natürlich zügig loslegen mit der Umsetzung, wenn es uns denn gelingt, Anfang 2018 auch den Beschluss herbeizuführen. Das heißt aber, es gibt jetzt erstmal einen weiteren Planungsvorlauf. Wir hatten ja schon jetzt vielfach betont, wir sind ganz am Anfang der Entwicklung. Wenn wir dann das Konzept soweit erstmal auf der Basis, die wir heute diskutieren, verabschieden, wird es dann eine detailliertere Befassung damit geben. Es wird einen städtebaulichen Rahmenplan auf dieser Basis gegeben, Wettbewerbsverfahren sicherlich für interessante Bereiche wie die Schulstandorte in jedem Falle, aber vielleicht auch noch für weitere. Und erst dann kommen dann die Bebauungsplanverfahren, die dann die Basis ja bilden, dass wir überhaupt erschließen, beräumen und dann auch bebauen können. Der Baubeginn ist recht ehrgeizig, habe ich schon aus dem Publikum vorhin gehört, ab 2022 vorgesehen, wird auch in Stufen erfolgen, also mitnichten alles auf einmal. Die erste Stufe kann dort passieren, wo jetzt schon Grundstücke vielleicht noch nicht beräumt, aber doch schon so weit erschlossen sind, dass sie dann nur noch das Planungsrecht benötigen, um dann eben auch mit den ersten Wohnungen dort zu starten. Ja, soweit zum Verfahrenstand. Jetzt aber die, denke ich, für Sie ja doch auch entscheidende und wichtige Frage, wie geht es mit der Beteiligung weiter? Wie können Sie sich in den Prozess einbringen? Also ganz wichtig, die Botschaft ist jetzt auch schon mehrfach gesagt worden, wir stehen am Anfang. Wir werden ja den Austausch intensiv weiter mit Ihnen suchen über die kommenden Jahre. Und es ist vorgesehen, wirklich in allen Planungsphasen, die ich jetzt eben schon grob skizziert habe, Sie mitzunehmen, Ihre Wünsche, Ihre Bedenken, Ihre Anregungen aufzunehmen, in die Planung mit einzubauen. Wir haben das mal hier in so einem Schemata versucht darzustellen. Sie sehen hier ganz links den Zeitplan, 2016 beginnt vom letzten Jahr, in der Mitte die einzelnen Planungsstufen. Wir befinden uns ja jetzt noch in dieser gelben, vorbereitenden Untersuchungsphase, alles ja auch noch informell, muss man sagen, und geht dann weiter, wenn die Rechtsverordnung im nächsten Jahr kommt, dann ja mit der Erstellung der konkretisierenden Planung. Ganz rechts die Beteiligungsstufen, sehr schematisch dargestellt, aber Sie sehen, wir haben hier uns getraut, hier einzelne Rauten einzutragen und die korrespondieren eben immer mit den einzelnen Planungsschritten, sodass wir ja diesen Prozess gemeinsam mit Ihnen gestalten wollen. Ja, im Einzelnen, wenn wir jetzt also heute mit der Bürgerwerkstatt vorangehen, was erwartet Sie heute? Wir möchten also ja Ihnen einen intensiven Angebot geben. Wir legen tatsächlich alles auf den Tisch, was wir bisher an Erfahrungen und Erkenntnissen gewonnen haben, und wir stellen Ihnen einfach den aktuellen Stand der Planung dar. Das war erforderlich, dass wir erst jetzt mit Ihnen so richtig sprechen können, da wir der Meinung sind, man braucht erstmal irgendwie eine Basis, einen Plan. Die Machbarkeit muss ja dargelegt werden. Geht es überhaupt, bevor wir dann in die Diskussion eintreten? Was uns auch ein wichtiges Anliegen ist, wir planen zwar ein Gebiet für neue Bewohner, aber ich denke, wir sollten unbedingt die Chance auch nutzen, dieses Quartier, ist es Ihre Nachbarschaft, mit Leben so zu füllen, dass auch Ihre Bedürfnisse, Ihre Wünsche, die Sie jetzt schon haben, dort auch mit aufgenommen werden. Das betrifft die soziale Infrastruktur, kulturelle Einrichtungen, neue Aufenthaltsmöglichkeiten, Wegebeziehungen. All das ja soll passgenau erfolgen und nicht nur von unserem Schreibtisch aus. Deswegen brauchen wir Sie heute und in
der Zukunft, damit Sie uns all diese Wünsche auch benennen, aber gerne auch die Kritik, was Sie dort verändert haben möchten. All das, ja, möchten wir gerne heute dann aufnehmen. Für Fragen stehen wir rund um die Uhr, zumindest heute Abend, zur Verfügung. Wir werden versuchen, möglichst viele Ihrer Fragen auch schon direkt im Gespräch zu beantworten. Alles andere nehmen wir in jedem Falle auf. Es wird dokumentiert. Es gibt dann auch noch eine Zusammenfassung der heutigen Veranstaltung, die wir auf unsere Internetseite stellen, sodass Sie sich da auch ja recht zügig auch informieren können, was haben die denn da jetzt auch draus gemacht, was heute diskutiert wurde. Noch ein Hinweis für diejenigen unter Ihnen, die Eigentümer sind im Quartier oder auch Gewerbetreibende. Wir möchten diese Veranstaltung heute verstärkt dazu nutzen, den Fokus ja mehr auf die allgemeine Quartiersentwicklung zu legen. Gleichwohl sind Ihre Fragen rund um Ihre Grundstücke, um Ihre Mietobjekte natürlich auch sehr wichtig und nachvollziehbar. Dazu wird es aber noch in den kommenden Wochen separate Einladungen geben. Und wir möchten dann ja Sie gerne zu uns in unser Haus in der Württembergischen Straße einladen, um das dann nochmal konkret zu besprechen. Ja, die künftigen Beteiligungsmöglichkeiten hatte ich schon eben an dem Schema grob erläutert. Das geht natürlich weiter, wenn wir dann auch in den formalen Bereich eingeläutet haben, wenn die Rechtsverordnung da ist, wird es weitere Veranstaltungen geben. Wir könnten dann gleich schon beginnen mit der Ortsteilkonferenz für die südliche Dammvorstadt. Die ist vom Bezirk schon vorgesehen im Frühjahr 2018. Wir sind ein schon ganz gut eingeübtes Team mit der Sozialraumkoordination des Bezirkes und wir werden das in enger Abstimmung vornehmen. Und ja, auch dann haben wir dann wieder die Gelegenheit, Ihnen den bis dahin doch fortgeschrittenen Plan vorzustellen. Ja, weitere Beteiligungen sind also vorgesehen. Brauche ich das, glaube ich, jetzt nicht noch mal zu wiederholen. Ja, ganz allgemein natürlich, Herr Dr. Lange hat es gesagt, für die Betroffenen besteht ja prinzipiell auch ein gesetzlicher Anspruch auf Informationen. Den lösen wir gerne ein und auch darüber hinaus möchten wir eben das Gespräch suchen. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht in anderen Sanierungsgebieten und auch Entwicklungsmaßnahmen mit einer Gründung einer sogenannten Betroffenenvertretung, wo aus der Mitte der Betroffenen Vertreter gewählt werden, die dann als Sprachrohr fungieren können zwischen Verwaltung und den Betroffenen. Im Gebiet. Ja, soweit erstmal als kurzer Einstieg zu den Beteiligungsformaten. Wenn Ihnen auf dem Nachhauseweg oder auch in den nächsten Tagen noch Themen einfallen, für die es heute keine Gelegenheit gab oder ja, die vielleicht auch einfach später durch die Diskussion hier für Sie interessant geworden sind, haben Sie natürlich danach auch noch die Gelegenheit, auf uns zuzukommen. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder über die Internetseite, die wir ja jetzt schon eingepflegt haben, zum Güterbahnhof Köpenick, oder Sie gehen direkt auf www.mein.berlin.de. Dort wird dann ab morgen auch noch mal eine Online-Beteiligung geschaltet sein. Und damit sich so ein bisschen wiederholt, das Prinzip, haben wir uns das so gedacht, dass wir auch dort, es wird sich dann das so öffnen, ein Fenster, das ist jetzt hier ein anderes Beispiel von unserer vorbereitenden Untersuchung natürlich, und Sie können dann virtuelle Fähnchen setzen und da auch nochmal ihre Themen anbringen. Gerne aber auch, wer es nicht digital mag, kann uns auch direkt ansprechen. Das sind zum einen Frau Sanden, meine Kollegin, Projektleiterin, und auch Frau Ute Weber aus meiner Gruppe, die ja das Quartier mit betreuen. Sie können entweder sich ganz schnell mit dem Handy das abfotografieren, ansonsten steht auch das, sowie auch alle Vorträge von heute dann ab morgen im Internet. Ja, dann bedanke ich mich erstmal soweit für Ihre Aufmerksamkeit, gebe jetzt ab an den großen Informationsblock, beginnend mit Frau Santen. Ja, vielen Dank, Frau Böttcher. Neben Frau Santen, die gleich starten wird, wird auch Herr Becker und Herr Ohm etwas sagen. Frau Santen, Sie ist von Anbeginn, also mit dem Start, schon die Projektleiterin für die Entwicklung des Gebietes am ehemaligen Güterbahnhof. Frau Sanden, bitte. Okay, gut. Also von mir auch nochmal guten Nachmittag. Und dann auch, also ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Das schließt auf ein großes Interesse an der Gebietsentwicklung. Und die haben wir auch. Ich habe so ein bisschen so den Zwischenpart, okay, genau, wie muss es sein, den Zwischenpart übernommen zwischen Herrn Dr. Lang, der das also nochmal von den Grundsätzen her dargestellt hat, was wir für Ziele haben, was für Herausforderungen wir haben. Und dann halt den Folgevorträgen von Herrn Becker und Herrn Ohm jetzt zu den konkreten
Struktur, also ja, Planung zum Strukturplan und zum Verkehrskonzept. Ja, also was sind die Anforderungen an den Städtebau und die Freiraumentwicklung? Also wir wollen natürlich neue Impulse geben für die Stadtentwicklung und deshalb ist das Luftbild auch nochmal so dargestellt. Die vorhandenen Stadt- und Nutzungsstrukturen sollen auch dabei berücksichtigt werden. Es ist jetzt nicht nur dieser Nukleus, den wir planen wollen, sondern halt auch alles drumherum soll berücksichtigt werden und halt auch in die Planung mit einfließen. Also das bestehende Stadtgefüge soll halt weiterentwickelt werden. Ja, Ziel ist halt, Herr Dr. Lang hat es auch schon gesagt, also das Thema Nutzungsmischung und die städtebauliche Qualifizierung. Ja, was heißt Nutzungsmischung? Ich glaube, das muss ich auch hier nicht ausführen. Also die urbane Vielfalt, die Mischung von Wohnen, von Arbeiten, von Freiräumen, also auch von Sozial- und Bildungseinrichtungen, die wir hier im Gebiet doch umfassend vorgesehen haben, sage ich gleich nochmal was dazu. Und das wird ja auch vertieft in den einzelnen Arbeitsgruppen. Ja, 1700 Wohnungen oder etwas mehr bis von 2022, also bis, ja, also wann wir fertig sind, können wir noch nicht genau sagen. Also zwischen 2028 und 2033 ist jetzt das Ziel. Da müssen wir gucken, wie schnell wir sind. Wir wollen ganz schnell sein, weil Herr Dr. Lang hat es gesagt, wir brauchen die Wohnungen in Berlin. Ja, was für wen sollen die Wohnungen sein? Ich kenne die Fragen, viele kennen mich ja hier auch aus anderen Veranstaltungen, da kam auch die Frage, ja, also es soll halt eine soziale Mischung sein. Es soll jetzt nicht ein gehobenes oder ein einseitiges Klientel, sondern eine soziale Mischung für unterschiedliche Bedürfnisse, Bevölkerungsgruppen. Und das Wohnen soll auch dadurch attraktiv werden, dass wir ein autoarmes Quartier hier planen und entsprechend dann auch, das wird Herr Ohm gleich nochmal ausführen, Mobilitätskonzepte oder ein Mobilitätskonzept planen. Und auch nochmal ganz wichtig, das ist nochmal gleich für die Arbeitsgruppe Süd. Sie sehen das im Süden oder also in dem unteren Bereich von dem Plan, das sind die grauen Flächen. Ich glaube, hier sind auch viele, zumindest habe ich schon mit einigen gesprochen, die aus dem südlichen Bereich kommen. Also die vorhandenen Gewerbe, dieses kleinteilige vorhandene Gewerbe soll vom Grundsatz her erhalten bleiben. Wir sehen schon auch neue Strukturierungs- oder Qualifizierungsbedarf, aber es soll niemand vertrieben werden und es werden auch möglicherweise dann oder es werden Ersatzflächen bereitgestellt. Aber dazu gibt es auch noch im Einzelnen Gespräche mit allen Eigentümerinnen und Eigentümern und auch den Mieterinnen und Mietern, die langfristige Verträge haben. Ja, dann nochmal so vom Grundsatz her. Was sind noch die Anforderungen? Also die Barrierewirkung im Stadtgefüge soll aufgehoben werden. Sie kennen das Gebiet, Sie kommen nicht durch. Es ist schon so ein Nukleus in der Stadt, was ich eben schon sagte. Das Gebiet soll natürlich geöffnet werden, also im Süden und im Norden in allen Bereichen. Und es sollen halt auch die vorhandenen Übergänge, die eigentlich jetzt nur an den S-Bahnhöfen sind, also S-Bahnhof Köpenick und S-Bahnhof Hirschgarten. Es soll ja im Rahmen des Regionalbahnhofes noch ein weiterer im Osten dazukommen, aber auch es ist auch die mittige Querung vorgesehen durch durch die Fortsetzung des zweiten Bauabschnittes der Ost-West-Trasse und die Qualifizierung auch der Unterführung, der jetzigen Unterführung am Hirschgarten. Ja, noch, das hatte ich eben auch schon angedeutet, es geht darum, das Untersuchungsgebiet einzugliedern in das Stadtgefüge und dazu gehört halt auch die Identität der benachbarten Stadtquartiere in die Entwicklung der Neubauviertel mit einzubeziehen. Das heißt nicht, die jetzt zu ändern oder umzustrukturieren, sondern halt diesen Bestand zu berücksichtigen. Und das sind natürlich das wissen Sie alle, die Elsengrundsiedlung, die denkmalgeschützte Elsengrundsiedlung mit der Mittelheide und im südlichen Bereich halt auch, das ist so jetzt so ein bisschen schwarz gekennzeichnet, also dort die vorhandenen Gründerzeitbebauung und halt auch die Zeilenbebauung, die halt auch angrenzend an das Gebiet. Ja, hier nochmal einige Bilder, also von der Elsengrundsiedlung links das denkmalgeschützte Finanzamt, ist Ihnen auch, denke ich, allen bekannt. Unten, das sind, ich glaube, das kennen dann wiederum nicht so viele, weil man jetzt nicht draufkommt auf das Gebiet, das sind die vorhandenen Bahngleise, die jetzt stillliegen und ein Luftbild von der Elsengrundsiedlung. Ja, also das setzt sich dann fort. Also was wollen wir erhalten? Das sind auch die historischen Spuren der vorhandenen Bahnnutzung, gerade in dem südlichen Bereich. Also dort soll halt auch ein größerer Park entstehen.
Ich weiß nicht, wer von Ihnen den Gleisdreieckpark in Berlin kennt, also wo halt auch Gleisstrukturen und das, was vorhanden war, erhalten worden ist und natürlich die denkmalgeschützten Gebäudeensembles, die auch eine, durchaus eine Ankernutzung haben können und sollen für das Gebiet. Verkehr und Mobilität, da will ich jetzt nicht so viel mit zu sagen, weil Herr Ohm wird es gleich noch ausführen. Es ist klar, wir wollen die Bahnhofstraße und Köpenick Nord, also Sie kennen alle die Verkehrssituation, die ist also sehr überlastet und das ist das Ziel, diese zu entlasten durch die Verbesserung oder beziehungsweise die, also die Entlastung vor allem der Bahnhofstraße durch die Umfahrung der sogenannten Ost-West-Straße. Sie sehen es hier ganz grob, das wird nochmal sehr stark vertieft heute in den Arbeitsgruppen und auch durch den Vortrag von Herrn Ohm. Dann das Gebiet selber soll natürlich auch erschlossen werden, das ist hier nicht zu sehen, aber in den Strukturplänen können Sie das sehen, also auch durch also eine nachhaltige Erschließung heißt halt auch, dass die Straßen halt also auch zum Teil halt auf jeden Fall Fahrradwege, dass dort eine Mobilität möglich ist und dass die Straßen halt auch Regenwasser auffangen können, komme ich gleich noch kurz dazu. Mobilitätskonzept für ein autoarmes Stadtquartier, das hatte ich gesagt, das umfasst auch ein attraktives Netz von Zweiradstationen ganz unterschiedlicher Art und unterschiedlicher Bedürfnisse. Das wird gleich auch noch mal mehr ausgeführt. Es ist klar, dass am Bahnhof eine größere Zweiradstation entstehen wird, als dann in anderen Teilen im Süden des Gebiets oder am Ausgang Hirschgarten. Dann das Thema Lärmschutz spielt eine sehr große Rolle. Ich denke auch bei allen Bewohnerinnen und Bewohnern, sowohl im Süden als auch im Norden und auch jetzt die Bewohnerschaft, die vorhanden ist, wie auch die Bewohnerschaft, die dann dazukommen wird. Und das werden wir auch in den Arbeitsgruppen vertiefen. Auch vom Grundsatz her ist vorgesehen und das haben wir auch lärmtechnisch schon soweit überprüft, dass die Bewältigung des Lärmschutzes, gerade was jetzt den Lärm von Bahnverkehr für das zukünftige Wohnen betrifft, also über Städtebau bewältigt werden soll. Und hier ist mal ein Bild aus München. In Berlin gibt es das noch nicht so. Also das heißt halt, dass die Gebäude so zu den Schienen gebaut werden, dass also zu den Schienen hin halt dann die Nicht-Aufenthaltsräume sind und zwischen den Gebäuden gibt es dann, das zeigt es hier, so verglaste Lärmschutzwände, sodass dann die Innenbereiche halt vom Lärm geschützt sind. Da müssen wir auch natürlich die Regelungen, das haben wir jetzt erstmal so grob geprüft für unser Konzept, aber natürlich die Regelungen, die vorgegeben sind, die gesetzlichen zum Lärmschutz, müssen wir natürlich einhalten und das kann uns auch vom Grundsatz her gelingen. Ja, also öffentliche Räume und Naherholung, die Freiräume, die vorhanden sind, also außerhalb des Gebietes, das ist der Köpenicker Forst, das ist der Bellevue Park, das ist sind die Erpeauen, die sollen halt auch verknüpft werden, dadurch, dass es aus dem Gebiet heraus und auch in das Gebiet herein dann entsprechende Wegebeziehungen gibt, aber auch Biotopverbindungen, das sage ich gleich nochmal kurz. Und natürlich ganz wichtig, die jeweiligen Ost-West-Verbindungen, jeweils nördlich und südlich der Bahn, die im Rahmen der Gebietsentwicklung dann auch mitentwickelt und gebaut werden sollen. Alles ausgestattet mit Rad- und Fußwegen und gegebenenfalls da, wo es auch geht, mit Aufenthaltsräumen. Die Übergänge zwischen öffentlichen und privaten Freiräumen, Grün- und Straßenräumen, das ist jetzt schon sehr detailliert, das können wir Ihnen auch nicht im Strukturplan zeigen, das ist jetzt nur so unser konzeptioneller Ansatz, die sollen halt qualitätsvoll gestaltet werden, genauso wie die Platzsituationen, die wir im Gebiet schon haben oder die dazukommen, also im Gebiet selber sollen auch kleine Plätze entstehen, aber es gibt ja den Eltnerplatz, es gibt diesen Bereich also nördlich des Bahnhofes, also Seelenbinderstraße, wo wir auch eine Platzsituation schaffen wollen. Es gibt den Brandenburgplatz und das wollen wir mit einbeziehen und halt auch im weiteren Verlauf, jetzt ist es noch zu grob, aber im weiteren Verlauf auch qualitätvoll gestalten und hier sind auch wirklich heute Ihre Anregungen gefragt und die nehmen wir auch gerne entgegen. Also da sind wir noch sehr offen, diese etwas detaillierteren Konzeptionen betrifft. Ja, nochmal ein paar Bilder. Das ist zum Beispiel, sind es zwei Bilder von dem Gleisdreieckpark, also wo sich, ja, also ich weiß nicht, wer es kennt, aber es ist wirklich ein sehr gut gelungener Park mit ganz unterschiedlichen Aufenthaltsqualitäten, der aber auch gleichzeitig diese Verbindungsfunktion innerhalb der Stadt hat.
zur sozialen Infrastruktur, nur das Bild zeige ich Ihnen jetzt nur ganz kurz, da wollte ich jetzt zu den Zahlen nichts sagen, das können Sie in der Arbeitsgruppe gleich noch vertiefen. Wir werden im Rahmen der Gebietsentwicklung nicht nur die Bedarfe aus dem Gebiet selbst decken, also die Bedarfe, die durch neue 1700 Wohneinheiten entstehen, sondern auch die vorhandenen Bedarfe im Umfeld, die jetzt schon vorhanden sind. Das sind die Grundschulbedarfe, das ist bezirksweit, ist das der Bedarf nach einer integrierten Sekundarschule, also nach einer übergeordneten Schule. Das werden wir im Gebiet jetzt erstmal vorsehen und planen und dann auch in den nächsten Jahren realisieren. Dann der Stadtteil selbst soll aufgewertet werden durch, also es werden auch neue Grünflächen geschaffen, nicht nur für das Gebiet, sondern halt auch für den Stadtteil. Und gut, Sport und Spielplätze sind dann auch für das Gebiet, Kitas auch und soziale Einrichtungen. Ich zeige gleich nochmal kurz den Plan und das Bild und es ist ja auch wieder die Möglichkeit, das in den Arbeitsgruppen zu vertiefen. Und auch die Versorgungsstruktur soll ebenfalls verbessert werden, was Dienstleistungen und ich sage mal jetzt ganz in Anführungsstrichen kleinteiligen Einzelhandel, also das, was im Gebiet möglicherweise notwendig ist und was nicht den Zentrenkonzept des Bezirkes widerspricht. Ja, hier nochmal also zwei Auszüge Lupen aus der Planung. Das ist jetzt hier nicht so detailliert vorgestellt, aber in dem Strukturplan, das ist der linke ist der nördliche Bereich, das ist das Grundstück der Berliner Stadtreinigung, was das Land Berlin beabsichtigt, zeitnah zu erwerben, um hier einen, also das ist der eine Schwerpunkt für soziale Infrastruktur, eine Grundschule soll, also hier im Norden, also da, wo die Flächen nicht bebaut sind, wir haben ja hier denkmalgeschützte Strukturen, die sollen natürlich nicht tangiert werden. Die denkmalgeschützten Strukturen, da sehen wir vor, zum einen möglicherweise ein Verbleib von vorhandenen Nutzungen, also hier im südlichen Bereich, dort, wo wir die Pension haben und die Gastronomie, das können wir uns auch langfristig vorstellen. Und dann gibt es halt Gebäude, wo wir uns vorstellen können und das wird jetzt auch durch eine Machbarkeitsstudie geprüft. Soziale Einrichtungen wie ein Kiezclub, ein Jugendclub und vor allem, wo wir ganz frühzeitig mit anfangen wollen, ist auch selber für die Entwicklungsmaßnahme ein Vorortbüro einzurichten und dort halt auch entsprechend Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zu haben. Südlich, das ist das rechte Bild zeigt den südlichen Infrastrukturstandort, den wir planen. Dort ist ebenfalls eine Grundschule, Sportflächen und eine integrierte Sekundarschule vorgesehen. Es besteht auch die Möglichkeit, das in der Arbeitsgruppe 3 oder 4, glaube ich, dann zu vertiefen. Sagen Sie ja gleich nochmal die Arbeitsgruppen. Ja, hier nochmal einige Images. Dann zum, ich glaube, das ist jetzt so ziemlich das Letzte, zu Umwelt und Natur. Also wir haben umfassende Bestandsaufnahmen, Bestandsanalysen durchgeführt der vorhandenen Strukturen, der vorhandenen Biotopstrukturen, die sind noch nicht ganz abgeschlossen, weil die Vegetationsperiode ist noch nicht zu Ende dieses Jahr, also die werden dann im September, Oktober abgeschlossen sein. Es gibt natürlich wertvolle Bereiche in dem Gebiet, Frau Pütz wird es auch gleich in der Arbeitsgruppe noch mal näher erläutern können, aber wir haben schon vom Groben her auch festgestellt, dass wir alle die wertvollen Strukturen oder auch wenn es gibt kleinere geschützte Strukturen, dass wir die, und das ist auch unser Anspruch in dem Gebiet selbst ausgleichen können, beziehungsweise da, wo wir es nicht können, also möglichst in Gebietsnähe. Wir haben uns vor allem den Kurpark, ich denke, den kennen viele von Ihnen, der ist in einem sehr schlechten Zustand, auch nochmal betrachtet und da wäre auch unser Anspruch, den Kurpark sowohl jetzt, was jetzt den Naturschutz, aber auch was Aufenthalt und Erholung angeht, aufzuwerten und möglicherweise auch, ich sage mal, langfristig diese Wegebeziehungen dann auch zu verbessern zum Kurpark. Ein wichtiges Thema ist noch die Regenwasserbewirtschaftung. Das ist auch der Anspruch des Landes Berlins, dass also jetzt in den neuen Stadtquartieren, die entstehen, das Regenwasser komplett oder möglichst so weit wie möglich vollständig in den Neubaugebieten selbst auch rückgehalten wird, das heißt versickert wird, verdunstet wird. Und da haben wir auch schon ein Grobkonzept erstellt und vom Grundsatz her hat sich auch gezeigt, dass das möglich ist auf den Flächen, die zur Verfügung stehen. Es ist dann schon so, dass manche Flächen, das nennen wir multikodiert oder mehrfach genutzt, das wird Frau Pütz gleich in der Arbeitsgruppe ausführen, dass man bestimmte Bereiche öffentlich nutzen kann, aber auch daneben für Regenwasserversickerung und das sind schon sehr innovative Ansätze.
Gut, also hier nochmal ein paar Bilder von Möglichkeiten der Regenversickerung oder die jetzt halt auch so in der Umsetzung sind oder schon umgesetzt worden sind. Das sind halt die Grasdächer und dann ist auf dem rechten Bild sehen Sie so Baumrigolen. Das kann man auch mit Straßen, also mit Bäumen in der Straße auch ganz differenziert inzwischen realisieren. Und links sehen Sie auch nochmal eine große Fläche, wo Regenwasser versickern kann. Und das ist ein kleines Gebiet in Adlershof, wo es auch ganz innovativ durchgeführt wird. Ja, ich würde dann auch jetzt an Herrn Becker übergehen. Also insgesamt sehen wir schon, dass wir durch die Gebietsentwicklung einen städtebaulichen Mehrwert schaffen. Und von daher würde ich jetzt Ihnen übergeben, dass Sie nochmal so konkret zum Strukturkonzept dann ausführen. Okay. Ja, herzlichen Dank. Bevor Herr Becker gleich weitermacht mit dem Strukturkonzept. Herr Becker, er ist der Geschäftsführer des Planungsbüros Urbanplan. Dieses Büro ist beauftragt, die Senatsverwaltung zu unterstützen. Er ist vor allem tätig in der Planung und Entwicklung neuer sogenannter Stadtquartiere und das im In- und Ausland. Und er hat hier in Treptow-Köpenick auch schon erste Erfahrungen, nämlich schon in den 90er Jahren gesammelt, als es um die vorbereitenden Untersuchungen und Planungen für den Wissenschaftsstandort in Adlershof ging. Und Sie können gewiss sein, er kennt auch dieses Gebiet bereits sehr gut. Herr Becker. Danke. Ja, Frau Sanden hat uns ja schon vereinzelt etwas präzisere Blicke in die Zukunft der Planung gewährt. Ich will Sie jetzt erstmal noch ein kleines Stückchen zurücknehmen und Ihnen ein wenig erklären, wie wir zu der Strukturplanung gekommen sind, über die wir heute gerne mit Ihnen diskutieren wollen. Einer der Ausgangspunkte, die wir vorgefunden haben, war die Planung der Bahn. Und Sie alle haben ja sicher schon mehrfach davon erfahren, dass die Bahn erfreulicherweise hier in Köpenick plant, einen Regionalbahnsteig neu zu bauen und in diesem Zusammenhang auch auf der Ostseite quasi neue Zugänge zu schaffen, die damit auch die Erreichbarkeit sowohl der S- wie auch der künftigen Regionalbahn an diesem Punkt von den Gebieten, die etwas weiter im Osten hier in Köpenick liegen, verbessern wird. Und natürlich gehört es auch zu den ersten Überlegungen, das klang ja vorhin sowohl bei Frau Böttcher als auch bei Frau Sanden an, wenn man über vermehrten Wohnungsbau nachdenkt, auch an die Standorte der sozialen Infrastruktur zu denken. Und wir hatten es schon gehört, ich will das noch mal konkretisieren. Es gibt schon jetzt Defizite in der Grundschulversorgung, quasi in dem Teil nördlich der Bahntrasse, sodass also dort dringend weiterer Schulraum benötigt wird. Und deshalb bot es sich an, das BSA, das ehemalige BSA-Areal, dafür in den Blick zu nehmen. Und erste Prüfungen haben eben auch ergeben, dass die Flächen dafür ausreichend wären. Und wir meinen, dass im Zusammenhang mit sozialen Einrichtungen dort und auch der Gastronomie, die sich ja da schon eine ganze Weile befindet, ein sehr attraktiver quartierszentraler Ort entstehen könnte. Im Süden der Bahntrasse ging es zum einen darum, eine integrierte Sekundarschule unterzubringen. Und da muss man wissen, dass ein Großteil der Schüler dieser Schulen mit der Bahn kommt. Die kommen also nicht nur zu Fuß aus dem unmittelbaren Umfeld. Insofern war quasi auch vorgezeichnet, dass ein Standort ziemlich dicht am Bahnhof zu suchen war. Das erklärt, warum wir so frühzeitig erste Setzungen quasi in den Strukturüberlegungen hatten. Dann
wird es natürlich auch im Zusammenhang mit der Realisierung von Wohnungsneubauten im südlichen Bereich neue Bedarfe für Grundschulen geben. Typischerweise ziehen ja junge Familien ein, die erstmal sehr junge Kinder mitbringen. Über die Kitas wird man auch noch sprechen können, aber die Schulen haben natürlich eine ganz andere Flächenkulisse, für die man Vorsorge treffen muss. Und es gibt die Hauptmann von Köpenick Grundschule ganz in der Nähe in diesem Bereich, die jetzt noch kleine Reserven hat, aber wo natürlich auch absehbar ist, dass dann in Kürze, wenn diese Wohnungsbauten hier auf dem Areal des ehemaligen Güterbahnhofs realisiert waren, dann eben auch weitere Bedarfe hat. Und so kam in den Blick, dass wir südlich von diesem Schulstandort für die integrierte Sekundarschule, also hier, einen Standort vorsehen, an dem quasi eine Filiale, ein Erweiterungsgebäude der Grundschule untergebracht werden könnte. Und der Charme dieser Lösung wäre, dass dann die Sportflächen, Sporthallen zum Beispiel gestapelt werden können und gemeinsam genutzt werden können, sodass der Flächenverbrauch, wenn man so will, für diese Einrichtung nicht zu groß wird. Eine weitere Setzung kam durch die Gewerbegebiete in diesem Bereich. Das klang ja schon an. Es gibt im Süden des Areals ja eine ganze Reihe von Gewerbebetrieben, auch das Finanzamt. Diese Standorte wollen wir gar nicht in Frage stellen, sondern im Detail dann weiter qualifizieren. Und natürlich wird man dann, wenn man diesen Streifen hier zwischen Stellingdamm und Bahntrasse entwickeln will, auch sagen wir, bahnhofsnah Flächen baulich realisieren wollen. Aber dort werden die Rahmenbedingungen Wohnbebauung voraussichtlich nicht zulassen, sodass auch da eine eher gewerbliche Nutzung, wahrscheinlich Dienstleistungen, anzudenken ist. So, wenn man das vorwegnimmt und sich darüber vergewissert, dass das die ersten Setzungen sind, dann folgert quasi, dass in den übrigen Bereichen hier sich dann Wohnungsbau entwickeln kann. Und wir hatten ja die Aufgabe von der Senatsverwaltung, hier zu untersuchen, welche Tragfähigkeit dieser gesamte Standort für einen Wohnungsbauschwerpunkt hat. Und deshalb wurde zunächst auch danach geguckt, ob man nicht in bestimmten Bauformen und baulicher Dichte auch hier in diesem östlichen Bereich Wohnungsbau entwickeln kann. Es hat sich aber sehr schnell gezeigt, dass natürlich durch die Inanspruchnahme von nicht versiegelten Flächen in diesem Bereich, da hat sich ja auch wertvolles Grün inzwischen entwickelt, Ausgleichsmaßnahmen erforderlich sein werden, die natürlich einen erheblichen Flächenbedarf haben. Und damit bot es sich an, also einerseits in diesem Bereich den Forst weiterzuentwickeln und hier im Süden, das klang schon an, die Reminiszenz an die Bahnnutzung sichtbar zu halten, indem man eben die Gleisbett dort belässt, wo sie sind und den wilden Aufwuchs auch dort belässt und daraus einen Park macht. Damit hat man, also wenn man so will, die grobe Kulisse für das, was sich im Strukturkonzept wiederfindet. Hinzu kommen dann die großen Grünverbindungen, die jeweils Fuß- und Radwege aufnehmen sollen und die nach allen Seiten hin quasi Anknüpfungspunkte herstellen sollen und damit auch die Erreichbarkeit von Landschaftsräumen, die im Moment von manchen Quartieren aus schwer erreichbar waren, verbessern. Schließlich, ganz wichtig, ganz bedeutsam für die gesamte Struktur, ist die Frage, wo kommt denn die Umfahrung der Bahnhofstraße hin? Da gibt es eine ganze Reihe von Trassenvarianten. Wir haben ziemlich viele mit Experten abgeprüft. Wir mussten uns belehren lassen, dass es eigentlich nur zwei schmale Korridore gibt, wo man das realisieren kann. Und zwar aus folgendem Grund. Es gibt in diesem ganzen Bereich, das kann man leicht vom Rande her auch sehen, sehr, sehr viele Weichen und komplizierte Technik. Wenn man die untertunneln wollte, wäre das ein gewaltiger Aufwand. Man muss also, wenn man nach einer Querungsoption sucht, gucken, wo sind Bereiche,
wo sich eben nicht gerade die Weichen befinden. Und dann ergibt sich etwa eine Trassenlage, so wie sie hier jetzt eingezeichnet ist. Klar könnte man auch noch weiter nach Osten ausweichen, aber das erschien uns nicht sonderlich sinnvoll. Wir haben geguckt, dass wir möglichst dicht eben auch an der Bahnhofstraße bleiben, damit da die Umfahrung dann auch funktional gewährleistet ist. So, wenn Sie sich dann das anschauen, was wir daraus gemacht haben, dann sieht man, dass die Ost-West-Trasse vom Brandenburgplatz bis zur Mahlsdorfer Straße natürlich auch weitreichende Auswirkungen hat auf die Ausrichtung der Wohnquartiere, der Blöcke, die dort entstehen. Wir gehen davon aus, dass wir uns hier in diesem Bereich orientieren an Dichten, die es in diesem Quartier hier gibt, ähnlich auch in diesem. Das wird dazu führen, dass dann hier vorne, wenn man so will, also im Norden, am nördlichen Rand entlang der Bahntrasse, eine Lärmschutzbebauung entstehen kann. Und das gilt auch für die andere Seite, auf der nördlichen Seite. Aber es ist technisch noch nicht abschließend geprüft, ob es möglich ist, quasi diese S-Bahn-Gleise hier, wenn man so will, etwas diagonal zu unterqueren, um dann auch dicht an der Bahn bleiben zu können, was wir als Planer eigentlich bevorzugen würden, mit Ihnen auch diskutieren wollen, weil wir meinen, Lärm zu Lärm lässt sich dann besser kontrollieren, als dass man, sagen wir mal, den Straßenlärm dann nochmal eine Stufe weiter trägt und sich damit dann auch nochmal auseinandersetzen muss. Im Übrigen dann die Situation hätte, dass hier Baufelder entstünden, die von beiden Seiten her Lärm hätten. Also das erklärt unser Bemühen, dass wir zu einer Trassenlage kommen, die sich hier an der Bahntrasse orientiert und dann in dem letzten Teil wieder einmündet auf den bestehenden Stellingdamm. Ich will jetzt nur zum Schluss noch zwei Charts Ihnen zeigen, um quasi den Fokus auf die besonderen Orte zu legen, die natürlich mit so einer Quartiersentwicklung auch verbunden sind. Selbstverständlich wird man sich die Bahnhofsplätze auf beiden Seiten nochmal anschauen müssen. Ich muss aber um Verständnis werben, dass wir zwar mit Ihnen jetzt darüber diskutieren, Anregungen aufnehmen, aber wie diese Pläne zeigen, erstmal dabei sind, grundsätzlich zu strukturieren, welche Nutzungen kommen wohin, wie wird die Erschließung aussehen und noch gar nicht so weit sind, dass wir jetzt eine detaillierte Planung eines Platzes angehen. Das kommt erst in einer späteren Stufe. Da werden wir auch sehr gerne wieder auf Sie zukommen. Aber wir müssen das ja schon mal in den Blick nehmen. Und dazu gehört eben auch, dass man sieht, dass hier sich veränderte zentrale Orte, wenn man so will, ergeben werden und das Quartierszentrum, was ich vorhin schon angesprochen habe. Im Süden gibt es eine Entsprechung, wenn man so will, alles eine Nummer kleiner. Es gibt ja hier die Straßenbahnhaltestelle und im Moment Neuordnungsbemühungen für diesen durch ein Autohaus genutzten Standort. Diese Chance wollen wir nutzen, dass es hier einen Grünzug gibt, der eine, wenn man so will, kurze fußläufige Verbindung in das Wohnquartier herstellt. Und da wird ein Scharnier entstehen, das einen Quartiersplatz vielleicht aufnehmen könnte. Ähnlich wie in diesem Bereich, wo die Sekundarschule, die Sporteinrichtungen dieser beiden Schulen und die Filiale der Hauptmann von Köpenick Grundschule angesiedelt werden könnten und wo man in diesem Bereich sich auch soziale Einrichtungen mit vorstellen könnte, sodass auch da nochmal sowas wie ein Quartiersplatz entstehen kann. Schlussendlich soll der Brandenburgplatz, wie es auch schon mal früher geplant war, quasi, wenn man so will, langfristig neuen Glanz erhalten. Da wird aber noch einige Mühe dafür aufzuwenden sein. Wir hoffen allerdings, dass die Baubemühungen hier dieses Autohauses schon mal ein erster Schritt in diese Richtung sein werden. So, alles Weitere, denke ich, können wir dann in den Arbeitsgruppen vertiefen. Und ich wollte über das, was ich Ihnen gesagt habe, schon mal Ihnen einen allgemeinen Einstieg zu dem geben, was zu unserem jetzigen Planungsstand geführt hat. Danke sehr. Recht herzlichen Dank, Herr Becker.
Und damit hat der dritte Experte hier das Wort, nämlich Herr Ohm. Herr Ohm, da ist er. Herr Ohm blickt ebenfalls als Verkehrsplaner auf eine 30-jährige Berufserfahrung zurück. Er ist als Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und Systeme Partner der Senatsverwaltung. Er ist der Inhaber und Gründer des sogenannten IVAS, ist es abgekürzt, falls Sie es gelesen haben, also Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und Systeme steckt dahinter. Und auch er hat bundesweit Aufträge. Unter anderem hat er das Verkehrskonzept in der Müllerstraße, vielleicht sagt das dem einen oder anderen was, in seiner Obhut gehabt. Aber auch in Adlershof war er mitbeteiligt und er war in der Nachnutzung für Tegel integriert oder ist integriert. Ja, damit hat auch er ein paar Referenzprojekte durchaus vorzuweisen. Und nun Verkehrsplanung hier in Treptow-Köpenick. Herr Ohm, Güterbahnhof. Ja, danke Frau Schilling, sehr geehrte Damen und Herren. Meine Kollegen vom Städtebau haben ja schon immer verkehrliche Aspekte und Mobilitätsfragen einfließen lassen, sodass ich eigentlich gar nicht mehr weiß, was ich Ihnen jetzt noch Neues nahebringen soll. Na, ich denke schon, ein paar Dinge sind schon dabei, die wir dann auch in den Arbeitsgruppen natürlich entsprechend vertiefen können. Wenn wir reinschauen in den Bestand, was finden wir zurzeit vor? Dann haben wir doch eine Situation zu verzeichnen, die von zahlreichen Defiziten gekennzeichnet ist. Die Verkehrsabläufe auf der Bahnhofstraße sind Ihnen wahrscheinlich allen geläufig. Sie sind bei weitem nicht optimal, ist schon fast geprahlt. Täglich gibt es hier doch stockende Verkehrsabläufe, manchmal auch tatsächlich handfesten Stau. Und das sind natürlich ungünstige Situationen, denen man bei der Entwicklung des Gebietes im weitesten Sinne Rechnung tragen muss. In der Vergangenheit gab es ja da bereits schon seitens der Senatsverwaltung entsprechende Bemühungen. Es ist jetzt nicht so, dass wir sozusagen mit der Untersuchung zum ehemaligen Güterbahnhof hier bei Null anfangen, sondern der sogenannte erste BA, der Ost-West-Tangente, ist ja etwas, was schon längere Zeit in entsprechenden Plänen verankert ist, auch schon geplant wurde, in der Planfeststellung sich befindet, angepasst werden musste an die aktuellen Gegebenheiten über die Jahre und davon können wir sozusagen ausgehen. Ja, wenn wir in der Analyse weitergucken, Sie sehen hier das Untersuchungsgebiet nochmal abgegrenzt und wir haben hier uns Mühe gegeben, Ihnen nochmal zu verdeutlichen, dass wir über ein Untersuchungsgebiet hier verfügen, welches eigentlich bezüglich des öffentlichen Personennahverkehrs eine ausgezeichnete Lage hat. Wir sprechen in der Verkehrsplanung dann von integrierter Lage. Wir haben zwei S-Bahnhöfe mit einem dichten Takt an S-Bahnen. Wir haben die Straßenbahn, die das Untersuchungsgebiet in Nord-Süd-Richtung und teilweise Ost-West-Richtung sozusagen durchfährt, sodass die vorhandenen Angebote doch sehr gut sind, ergänzend auch durch den Bus. Hier etwas hinterlegt, nicht so ganz deutlich zu sehen. Hier gibt es Bereiche, die perspektivisch sozusagen, wenn man die vorhandenen Strecken und Linien zugrunde legt, nicht ganz erschlossen sind. Und dann sehen Sie auch schon, wie sinnvoll es wäre, hier noch ein verkehrliches Angebot zu bringen in Form einer Straße, von dem aus auch eine ergänzende ÖPNV-Erschließung noch erfolgen könnte. Ja, beim Fuß- und Radverkehr, wir haben jetzt ein relativ dichtes Wegenetz. Vorhin war aber natürlich die Rede von dieser großen Barriere, die hier sozusagen mittendrin liegt. Die Verbindung von Nord nach Süd und Süd nach Nord ist demzufolge einfach nicht gegeben. Die Wege wären furchtbar weit. Wir haben große Umwege zu bewältigen. Ansonsten sind im Straßennetz zahlreiche Radverkehrsanlagen da, an fast allen Straßen, wo wir sie tatsächlich auch benötigen, in mehr oder weniger guter Qualität. Da ist sicherlich an verschiedenen Stellen auch noch etwas zu tun. Und wir wollen natürlich die Chance ergreifen, sozusagen mit der Gebietsentwicklung hier die Durchwegung so zu steigern, dass wirklich eine Mobilität der kurzen Wege entstehen kann. Das heißt, viele Wege gar nicht mit dem Kfz und auch nicht mit dem öffentlichen Personennahverkehr zurückgelegt werden müssen. Ganz einfach, weil sie eben doch sich kürzer ergeben, als das vorher der Fall war. Ja, in dem Zusammenhang mit dem ÖPNV wäre noch zu sagen, wir haben hier auf der Bahnhofstraße natürlich im Moment auch eine Situation, die wir dort noch mal verbessern wollen. Hinter den Fahrzeugen
der Straßenbahn, das hatte ich beim ÖPNV hier nicht erwähnt, ergibt sich doch zahlreicher Stau. Hier haben wir mal alle Defizite und Konflikte zusammengetragen, alle, die wir erkannt haben. Sie sind herzlich eingeladen, auch noch mal Ihre Problempunkte nachher an dem Thementisch hier mit einzubringen. Und Sie sehen hier eine ganze Reihe von verschiedenen Achtungszeichen. Wir haben sowohl Verkehrssicherheitsdefizite, also häufige Unfälle, auch mit dem Radverkehr, mit dem Fußverkehr, Stauerscheinungen. Wir haben aus dem Lärmaktionsplan oder aus der Lärmkartierung entnommen, dass es hier doch tatsächlich auch Lärmprobleme gibt. Wir haben Luftreinhalteprobleme. Die Dinge ballen sich sozusagen und wir wollen mit der Entwicklung des Gebietes dazu kommen, dass sich diese Situation doch letzten Endes deutlich verbessert. Ja, das haben wir dann in den Zielen eigentlich auch nochmal dargestellt. Hier ist die Bahnhofstraße ganz explizit benannt als zu entlasten. Aber dieses Ziel bezieht sich nicht nur auf die Bahnhofstraße, sondern auf die gesamte Dammvorstadt, die vom Durchgangsverkehr zu entlasten ist. Und wenn man mal dieses Tangentenviereck, was hier sich dann sozusagen vollständig ergibt, ansieht, dann ist das etwas, was sozusagen die Verkehrsabläufe im gesamten Stadtteil Köpenick sozusagen verbessern soll, also auch noch über die Dammvorstadt sozusagen hinausgeht. Ja, zu den wichtigsten Maßnahmen ist ja schon was gesagt worden. Die Vervollständigung des Tangentensystems, das ist hier der sogenannte erste BA. Und dann gibt es eine entsprechende Ergänzung, über die wir hier im Untersuchungsgebiet reden, die wir hier sozusagen eingetragen haben. Die Aufwertung der Bahnhofstraße, nicht nur die Beseitigung der Defizite im Verkehrsablauf, sondern eine Entlastung und Aufwertung als Stadtteilzentrum ist hier ebenfalls vorgesehen. Das ist ganz wichtig mit zu benennen. Ja, und als äußere Maßnahme natürlich hier dieser Regionalbahnhof Köpenick, den wir mit hernehmen müssen. Das sind so die äußeren Dinge, die ja weitestgehend unabhängig eigentlich vom Untersuchungsgebiet erfolgen, aber über dieses auch in gewisser Art und Weise befördert werden. Wenn wir in das Untersuchungsgebiet hineinschauen, hier mal anhand des Strukturplanes dargestellt, hier ist nochmal die gute ÖPNV-Anbindung hervorgehoben an den verschiedenen Stellen. Ja, hier hinten nicht zu vergessen, der S-Bahnhof Hirschgarten. Dann wollen wir hier ein autoarmes Quartier entwickeln. Das ist einfach durch diese ideale Lage in Bezug zum ÖPNV auch gar nicht so schwierig. Viele Bürger werden von sich aus dann schon auf PKWs als Besitz verzichten. Zu unterstützen wäre das, indem, ja, das ist... Wenn wir die Verteilung von Pkw über das Stadtgebiet, Pkw-Besitz uns betrachten würden, dann würden Sie ganz deutlich sehen, dass in gut erschlossenen Gebieten der Pkw-Besitz geringer ist. Da können Sie drüber lachen, das ist einfach so, das wissen wir auch empirisch. Und diesen Umstand müssen wir uns auch hier sozusagen zunutze machen. Ja, das heißt natürlich, dass auch hier eine etwas geringere Stellplatzquote angeboten wird, was im Weiteren noch zu untersetzen ist. Nichtsdestoweniger wird es natürlich Stellplätze geben. Bestandteil dieses Konzeptes sind Mobilitätsstationen, an denen verschiedene Mobilitätsangebote gebündelt werden. Dazu ist ja schon mal kurz was angerissen worden, also Zweiräder, Fahrräder, Elektrofahrräder, Roller, aber natürlich auch Fragen von Carsharing, die man dort mit ansiedeln kann und das an den zentralen ÖPNV-Verknüpfungspunkten, sodass der Umstieg von einem auf das andere Verkehrsmittel sozusagen sehr leicht fällt und die Mobilitätsketten auch ohne Auto komfortabel zurückgelegt werden können. Ja, was gibt es noch zu sagen? Wir wollen hier keine Durchbindung zur Bahnhofstraße am Elknerplatz mehr haben. Hier soll der Platz attraktiv entwickelt werden in diesem Bereich. Das wird die verkehrliche Situation ebenfalls noch etwas verbessern. Und bereits hervorgehoben, hier durch diese neue Querung der Bahntrasse haben wir sozusagen zentral eine verbesserte Querung zwischen den nördlichen und südlichen Bereichen, die für das Zusammenwachsen der Gebiete nördlich und südlich der Bahn, für den Austausch auch unabhängig von der Bahnhofstraße sozusagen sehr wichtig ist. Hier noch etwas zu den Mobilitätsstationen. Wir haben mal verschiedene Beispiele rausgesucht. Hier ist sozusagen eine Fahrradmobilitätsstation mit einem Café, mit einer Werkstatt etc. verknüpft. Das sind Dinge, die sich deutschlandweit zunehmend entwickeln. Es gibt sehr positive Beispiele mittlerweile schon. Und hier unten beispielsweise eine Planung einer Fahrradstation direkt an einer Bahnstrecke.
Ziel ist es sozusagen, den Umstieg zu verkürzen auf einen Mindestweg, eine qualifizierte und sichere Fahrradabstellung zu ermöglichen und nicht sozusagen die Fläche durch abgestellte Fahrräder zu vermüllen. Das haben wir an verschiedenen Stellen, in fast allen Städten, auch in Berlin ganz extrem teilweise. Und das wollen wir sozusagen verhindern, denn wir wollen den Raum für andere Zwecke nutzbar machen. Und da gilt für das Fahrrad eigentlich etwas Ähnliches wie für den Pkw. Wir müssen nicht große Flächen zustellen. Wir wollen diese Flächen letzten Endes anders nutzen. Ja, solche Mobilitätsstationen werden in verschiedener Abstufung im Gebiet untergebracht, ist auch schon erläutert worden, und zwar zum einen natürlich am S-Bahnhof Köpenick, zum zweiten am Brandenburgplatz, wo schon eine etwas abgespeckte Variante entstehen kann, und wir werden dann sehen, wo im weiteren Gebiet weitere Anlagen dort sinnvoll sind. Es gibt mittlerweile beispielsweise auch schon Modelle, wo Investoren, die in Wohnungsbau investieren, in ihrer sozusagen eigenen Tiefgarage im Haus ein privates Carsharing etabliert haben für die Bewohner des Hauses. Auch solche Dinge wären hier denkbar, dass man trotz Verzicht auf den eigenen Pkw kürzesten Zugang hat. Das alles wollen wir sozusagen mit dem Gebiet hier anregen und entwickeln, sodass wir das auch sagen können. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ja, auch Herr Ohm, herzlichen Dank. Bevor ich Sie gleich in die Pause entlasse, die Sie sich ganz sicher wohl verdient haben, möchte ich Ihnen noch die 5 Arbeitsgruppen vorstellen. Dann können Sie sich schon während der Pause auch entscheiden, wohin Sie in diesem großen Raum hier gehen wollen. In der Arbeitsgruppe 1, die wird ganz von mir aus rechts, von Ihnen aus links sein. Sie sehen es auch an den Bildschirmen, da ist es auch nochmal angeschrieben. Strukturkonzept nördliches Voruntersuchungsgebiet. Was erwartet Sie dort? Ein paar Stichworte für Sie. Es geht um denkmalgerechte Umnutzung der ehemaligen Gasanstalt. Es geht um Bebauungsstruktur des Neubauquartiers. Es geht auch um die Bewältigung des Lärmschutzes. Und es geht um die städtebauliche Ergänzung der Elsengrundsiedlung. Das sind 4 wesentliche Schwerpunkte in der Arbeitsgruppe 1. Geleitet und moderiert wird diese Arbeitsgruppe von Herrn Pfotenhauer. Er ist hier, hebt die Hand, von Urban Plan, und er wird natürlich unterstützt von Expertinnen und Experten aus der Senatsverwaltung oder aus den Senatsverwaltungen und aus dem Bezirksamt Treptow-Köpenick. In der Arbeitsgruppe 2, und da wandern Sie dann in diese Richtung, und dann finden Sie nacheinander die Arbeitsgruppe 2 zum Strukturkonzept südliches Voruntersuchungsgebiet. Da ist der Norden, da ist der Süden. Hier geht es um die Weiterentwicklung historisch gewachsener Strukturen. Es geht um die Einbindung gewerblich nutzbarer Teilgebiete. Es geht um öffentliche Freiräume und Stadtplätze. Und auch hier geht es wie in der Arbeitsgruppe 1 um die Bebauungsstruktur des Neubauquartiers. Arbeitsgruppe 2. Arbeitsgruppe 3, die finden Sie gleich dahinter. Das ist eine kleine Wand, die sehen Sie auch. Und dahinter ist die Arbeitsgruppe 3. Arbeitsgruppe 2 wird geleitet von Herrn Becker, den Sie schon kennenlernen durften. In der Arbeitsgruppe 3 Freiraum, Stadtklima, Ökologie, geleitet von Frau Pütz. Einmal zeigen bitte, das ist Frau Pütz. In dieser Arbeitsgruppe geht es um schützenswerte Grünstrukturen, um die geplante Freiraumstruktur, um die Ausstattung der privaten und öffentlichen Freiräume und es geht, es wurde heute auch schon angesprochen, um die Regenwasserbewirtschaftung. Das 4 wesentliche Schwerpunkte, darüber hinaus natürlich auch mehr zu Freiraumstruktur, Stadtklima, Ökologie. Arbeitsgruppe 4. Hier geht es, auch schon mehrfach angesprochen heute, um soziale Infrastruktur und Nachbarschaftseinrichtungen. Herr Jannicke von Urban Plan, wo ist er? Ist er? Wird diese Arbeitsgruppe moderieren. Die findet auch hier im hinteren Teil statt. Hier geht es um Schul- und Kita-Standorte. Es geht um quartiersbezogene Einrichtungen. Es geht um Sportplätze, Sportanlagen, Spielplätze, Spielanlagen. Und dann haben wir schließlich noch die Gruppe 5.
Sie wird geleitet von Herrn Ohm, den Sie eben schon kennengelernt haben. Hier geht es insbesondere um die Neuordnung des Bahnhofsumfeldes, um die Einbindung der neuen Stadtquartiere im Verkehrsnetz. Und es geht auch um Leitlinien für autoarme Stadtquartiere. Das hat ja eben, glaube ich, schon für etwas Aufregung gesorgt, die Autos. Da können Sie zu Verkehr und Mobilität in der Arbeitsgruppe 5 herzlich weiter diskutieren. Dann erinnere ich Sie noch einmal an diese grünen Fähnchen, die Sie, da wo gerade fotografiert wird, einmal und hinten an der anderen Tafel, Sie sehen es dort, da sind jeweils große Tafeln aufgebaut, beschreiben Sie sie. Stifte liegen aus, Fähnchen liegen aus und stecken das, worum es Ihnen geht, genau an den Ort. Und wenn Sie sich so schnell nicht zurechtfinden, dann stecken Sie es irgendwo hin. Wir ordnen es dann sicherlich auch noch richtig zu. Ja, nutzen Sie die Kaffeepause und ich bitte Sie herzlich, in einer Viertelstunde gegen 18 Uhr sich allmählich auch in Ihren Arbeitsgruppen direkt einzufinden. Ich wünsche Ihnen eine gute Diskussion.